Es gibt drei verschiedene Wasserradtypen: unterschlächtig, mittelschlächtig und oberschlächtig. Der Unterschied besteht darin, woher das Wasser kommt, das das Wasserrad in Bewegung setzt. Beim unterschlächtigen kommt es von unten, beim mittelschlächtigen von der Mitte und beim oberschlächtigen von oben, so wie es die Namen selbst schon sagen. Am Gymnasium Ochsenhausen haben wir ein oberschlächtiges Wasserrad. Es gibt mehrere Gründe dafür, warum dieser Typ ausgewählt wurde. In der Nähe der Schule gibt es einen kleinen Bach namens Krummbach. Er wurde von den Mönchen des Klosters Ochsenhausens vor 500 Jahren künstlich angelegt. Um immer genug frisches Wasser für die Küche des Klosters, die Brauerei und Klostermühle zu haben. Die Stärke des Wasserstroms reicht jedoch nicht aus, um ein unterschlächtiges Wasserrad zu betreiben. Also nutzen wir die Lage des Krummbaches aus. Seine Quelle liegt auf einem Hügel oberhalb des Wasserrads. Er fließt durch das Kloster und wird heute zum Heizen der Kirche genutzt. Nach dem Verlassen des Klosters teilt sich der Bach auf. Ein Strom geht zum Klostergarten und der andere Teil wird in einem Schacht gesammelt. An diesem Schacht ist ein Druckrohr angebracht, in dem das Wasser bis zum Schieber vor dem Wasserrad transportiert wird. Mit ihm kann man das Rad an- und ausschalten. Bis zu diesem Punkt überwindet das Wasser einen Höhenunterschied von 11 Metern. Um danach dann auf das Wasserrad zu kommen, muss das Wasser also zuerst 11 Meter den Berg runter und dann wieder 5 Meter hinauffließen. Das klappt, dank der Physik der Schlauchwaage, ganz von allein. Am Auslauf strömt das Wasser dann in die Schaufeln und durch das Ungleichgewicht beginnt sich das Rad zu drehen. Gemeinsam mit dem Rad fällt das Wasser dann 5 Meter in die Tiefe und seine Höhenenergie wird zuerst vom Rad in Bewegungsenergie und zum Schluss vom Generator in Strom umgewandelt. In Ochsenhausen hat das Wasserrad einen Durchmesser von 5 Metern. Es wird von einer Durchflussmenge von ca. 30 bis 40 Litern pro Sekunde angetrieben und macht ca. 10 Umdrehungen pro Minute. Dadurch ist es möglich, um die 2 Kilowatt zu erzeugen und ins Stromnetz einzuspeisen.